Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihre Aufgaben nachgehen, so ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit mehr. Link, du bist unsere letzte Hoffnung. Wir wollen den ersten Schrein in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom betreten. Nämlich waren wir im letzten Part im Tempel der Zeit. Und dort war der ehemalige Besitzer unseres neuen rechten Arms, ist uns dort begegnet und hat uns gesagt, um den Tempel der Zeit zu öffnen, müssen wir hier Schreine betreten. Dort bekommen wir höchstwahrscheinlich auch Fähigkeiten, die man ja so aus den Trailern kennt. Und ich bin mal gespannt, wie diese Schreine jetzt funktionieren, weil das sieht aus wie ein ganz normaler Stein. Sehr magisch, muss ich sagen. Ist gar nicht mehr so wie... Uiuiui, das hat ein bisschen geleckt. Das ist gar nicht mehr so... Ist das jetzt gerade der Ladebildschirm? LOL. Okay. Ist auf jeden Fall viel magischer als sonst. Ah. Da bist du also. Dies ist ein Bannschrein. Hier versiegelte ich vor Urzeit mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm in diesem Lichte badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wieder erwecken. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Ui. Die Ultrahand, die erste von 6 Fähigkeiten. Bei dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen, solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einem anderen Gegenstand befestigen. Okay, das ist ungefähr wie das Magnetmodul, nur ein bisschen upgraded. Okay. Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du dir damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Okay, Bro, danke. Armkraft einsetzen mit L. Wie in Breath of the Wild, okay. Schaffenskraft, Uko-Ur-Schrein. Die Namen sind genauso weird wie damals. Alles klar. Okay. Das ist anscheinend das erste Teil. Ja, das ist genauso wie das Magnetmodul. Okay, gut. Habe ich jetzt nichts gegen. Alles gut. Ich bin kein Hater von sowas. Für mich hätte es auch komplett ausgereicht, wenn das jetzt einfach Breath of the Wild gewesen wäre mit den gleichen Sachen. Und die hätten jetzt einfach nur eine neue Karte gemacht. Keine Ahnung. Wäre mir einfach egal gewesen. Uiuiui. Das kann man aber auch trennen, ne? Warte mal. Ah, okay, da muss man so eher so ein bisschen hin und her machen. Warte mal. Dann lasse ich das mal runterkrachen. Und dann verbinde ich das so, dann ist das Brett länger. Ah, man muss nochmal auf A drücken. Ja, also ich finde es gut, dass es wie damals wieder so ein bisschen ein Kennenlernen, ein Tutorial-Gebiet gibt, wo man halt einfach wieder 4 Schreine hat und die Elemente kennenlernt. Alter Schwede, jetzt wird es aber ein bisschen kompliziert. Jetzt hat man hier aber ziemlich viele Sachen zum Kombinieren. Okay, und wie hängt das alles miteinander zusammen? Was ist das Ziel? Man muss da rüberkommen. Mit einer Seilbahn? Oder kann ich irgendwie rangehen? Greifen? Nee. Oder was kann ich mit der Plattform machen? Wie weit ist eigentlich die Reichweite? Okay. Das Ding konnte ich auf jeden Fall schon mal nicht grabben. Ja gut, dann... Warte mal, ich möchte mal kurz gucken. Was ist das hier? Oh, okay. Kann man das da jetzt ransetzen? Hier irgendwie? Uiuiuiui. Irgendwie verstehe ich das noch nicht ganz. Hier gibt es auch noch mal so ein Teil. Aber wie hängt das denn miteinander zusammen? Und was kann ich mit der Plattform hier machen? Ach, das dient bestimmt als Treppe, oder? Warte mal, dass wir das hier so anlehnen.
Hallo? Einmal. Ah ne, das können wir als... Okay. Wie hängt das jetzt damit zusammen? Können wir das Ding eigentlich von der Kette lösen? Nee, kann man nicht. Puh, okay, das hat schon mal nichts gebracht. Warte mal. Und jetzt können wir das doch bestimmt da irgendwie dranhängen, oder? Warte mal. Hängt sich das da jetzt irgendwie... Aber wir brauchen noch Anschwung, wir brauchen einen Motor oder so. Hat man hier irgendwas so gefunden? Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesen Kugeln auf sich hat. Und ich muss das jetzt mal trennen, weil das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Zum Drehen halten. Vertikal drehen. Ah, warte mal. Das Drehen ist ja viel einfacher geworden. Ja, okay. Und dann jetzt hier dranhängen. Ja. Den hier noch ein bisschen mehr drehen. Ah, dann drehe ich aber das ganze Ding. Warte mal. Das lösen wir. Ja, weg da, weg da, weg da, bitte, bitte. Nee, gehst du nicht weg? Ach, deine. Ich sag nix. So, jetzt komm. Geh mal da weg. Sehr schön. Okay. Und jetzt gehen wir hier rauf. Und jetzt komm. Einmal schieben. Schieben. Komm, Junge. Ach, scheiße, warum geht das denn nicht? Müsste doch eigentlich gehen. Ich kann es nicht mehr bewegen. Doch. Okay. Ja. Boah, das war aber echt ein Akt. Alter Schwede. Gibt's gar keine Truhe? Oder ist sie da oben? Na egal. Ja gut, dann... Ah, ach, dahinter. Nee, doch nicht. Ja gut, dann holen wir uns das Zeichen der Bewährung. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Alles klar. Die Zeichen der Bewährung sind anscheinend... Nee, sind, ist gar kein Zeichen der Bewährung. Ist irgendwie... Doch, 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 doch. Aber diesmal golden. Oh, nice. Diesmal geht es direkt in den Arm und nicht in uns, okay? Was war das denn jetzt? Wurde damit jetzt ein bisschen Miasma weggemacht, oder was? Ein Kristall des Segenslichts anscheinend, okay? Kein Zeichen der Bewährung. Ein Kristall des hehren Lichts, welches das ultraböse, uralte Böse versiegelte und reinigte. Strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Ich danke dir. Möge das Segenlicht Segenslicht dir Kraft schenken. Ich danke dir, Bro. Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Ich bin einfach draußen. Okay, bisher ein bisschen komisch, aber egal. Wir werden schon sehen, wo uns das alles hinbringt. Da bist du ja wieder. Oh, du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dadurch hast du eine der Fähigkeiten zurückerlangt. Wenn du auch die zwei verbleibenden Schreine bezwingst, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sie sicher ohne Mühe erreichen, wenn du dazu das Fernglas des Pura-Pads... Woher weiß er von dem Pura-Pad? Ja gut. Oh, scheiße, Mann. Die sind aber wirklich mal wieder auf ein neues Level gesteppt, muss ich sagen. Ja gut, damit kommen wir auch dann da hinten rüber. Und zwar auch darunter. Uiuiuiui. Es gibt ein Parasegel, oder? Ich hoffe mal. Aber ich glaube, in den Trailern hat man ein Parasegel gesehen. Ja, scheiß drauf. Ja!
Putz! Das sind jetzt aber auch Teleporter, ne? Nein! Sind sie nicht? Warum das denn nicht? Das ist ja schade. Naja, egal. Okay, dann. Wisst ihr was? Ich werde mal jetzt markieren, wo ich schon war. Laufe ich nicht hier die ganze Zeit im Kreis, okay? Da ich mir jetzt leider bei dem Bereich hier hinten nicht sicher war, habe ich jetzt einfach erstmal so markiert, dass jetzt hier hinten schon die ganze Insel abgeklappert worden ist. Und jetzt habe ich mir da die rote Markierung gemacht, um zu zeigen, jo, da will ich hin. So, warte mal, die rote Markierung. Genau, da ist sie. Okay, dann machen wir es gerade wie. Dann machen wir es so wie gerade. Wir nehmen das Ding. Boah, okay. Das ist aber echt ganz konfus jetzt gerade nochmal anfangen. Okay, und dann machen wir es drauf. So. Eieiei. Okay. Ach so, okay, es fährt schon von alleine. Boah, ich hab da ein bisschen Angst, ey. Nicht, dass das Ding ohne uns fährt oder hier irgendeine Fehlkonstruktion vonstatten kommt. Warte mal, müssen Gewicht auslagern, verlagern. Hier gut, dann sind wir hier. Und hier gibt's auch wieder ein... Ah, nee, das ist ja ein freundlicher Kollege diesmal. Eine neue Steinaxt, ja, sehr nice. Und Holzbündel, damit könnten wir Lagerfeuer machen. Hoffentlich müssen wir aber kein Haus bezahlen. Der Blick nach vorne, rechten wir gerade drauf. Verzeihung, ich war ganz vertieft in meiner Holzfällerarbeit. Bist du auch gekommen, Bäume zu fällen? Bäume fällen? Wenn man Bäume fällt, hält man Baumstämme. Baumstämme wiederum können zu größerer Konstruktion kombiniert oder zu Feuer als wieder zerkleinert werden. Für Baumstämme gibt es viele Verwendungen. Daher komme ich täglich hier, um Bäume zu fällen. Allerdings ist es nicht ganz einfach, sie in die beabsichtigte Richtung fallen zu lassen. Daher sage ich mir immer vor, wie es geht. Den Blick nach vorne richten, immer gerade darauf zu. Ach, Verzeihung, das waren sehr viele Informationen auf einmal. Für heute werde ich ruhen. Bro, du hast gerade gesagt... Oh, nee, hat er nicht. Ja, sorry. Okay. Dann werden wir auch direkt die Holzfäller-Axt benutzen, um die Holzfäller zu uns zu holen. Ja gut, das wollte ich jetzt noch nie machen. Ach so, das warst du. Ja, sorry. Gute Nacht. Ja, das sah aus wie das Ding vom Anfang, aber das sind ja eigentlich die gleichen Kollegen. So, darüber kommen wir anscheinend noch nicht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann, wie gesagt, markiere ich mir jetzt hier schon mal, zack, dass ich hier schon war. Und, hä? Was machst du hier? Noch immer arbeiten sie unermüdlich, ganz wie sie immer, wie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Ja klar, zu unseren Untertanen ja gesagt. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihre Aufgaben nachgehen, so ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit mehr... Mhm, da hast du vollkommen recht. Das ist schon etwas ziemlich Krasses, ja. Uiuiui, was ist denn hier? Was ist das mal für ein Sound? Bitte mal in den Kommentaren erläutern. Ich habe da irgendwie... Das hört sich mal an wie ein Wächter oder so. Oder ein Titan. Ist ja auch ein schönes Projekt, wo man sich gegenseitig gut... Ne, da waren wir schon. Gut helfen kann. Deswegen bedanke ich mich bei jeder Unterstützung. Ja gut, dann werde ich ganz kurz die Brücke bauen und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin gerade am Bauen und ich merke gerade, dass wir mehr Holzstämme brauchen. Zum Glück hat der Kollege hier schon viel gefällt. Gefahr! Nein, Bro, ich bin auf deiner Seite. Alles super. So. Zum Glück gibt es auch solche automatischen Verbindungen. Das hatte ich gerade. Wollte ich eigentlich gerade schon bemängeln, aber dann haben sie es gut gefixt. So, weil ich habe das gerade die ganze Zeit schräg gemacht. Und habe das gar nicht hinbekommen irgendwie. Deswegen wollte ich mich gerade eigentlich schon aufregen. So, nicht runterfahren, Kollege. Wow, okay, cool. Ja. Nice. So geht's. So. Könnten wir schon nach da hinten eigentlich? Könnten wir. Wo uns den Baumstamm gehen darüber einfach, oder? Warte mal. Müsste doch eigentlich gehen, sonst fällen wir einfach noch einen Baum. Ich denke mal, wir können so eine lange Brücke bauen, dass wir hier eigentlich schon bis sogar noch ins fliegende Schloss kommen oder so. Ich weiß ja nicht, hat der ein fliegendes Schloss? Fliegendes Schloss? Oh, warte mal, aber das reicht noch nicht, ne? Ne, wir brauchen noch eine neue Baumstammladung. Oh, ne, drehen wollte ich jetzt nicht. Komm nochmal zu mir. Muss nochmal einen Baum fällen. So, dann zeige ich euch das auch mal. Ja,
Das geht ziemlich schnell. Dadurch bekommt man sogar eine Route. Oh, nur einen Baumstamm bekommen wir. Ah ne, das ist sogar ein anderer Baum jetzt. Der vorhin hat einen anderen Baum gefällt, ne? Wir haben jetzt dickere Baumstämme bekommen. Ja, gut. Ein Himmelspitz. Pitz? Ja, ja. Ein Pitz. Hm, dass so nur ein Baumstamm rauskommt, wundert mich eigentlich gerade. Aber okay. Ja, also wie gesagt, sieht man schon, dass es jetzt hier so an der einen oder anderen Stelle laggt, aber es ist halt wirklich jetzt nicht schlimm. Also, ich habe damit echt kein Problem mit. Wer jetzt von euch da ein Problem hat, das kann ich auch nachvollziehen. Manche Leute, die natürlich jetzt nur 60 FPS vom PC oder so gewohnt sind. Alter Schwede, dass das funktioniert. Junge, das hängt aber echt am letzten Zipfel. Mein Gott, aber hier ist die Truhe zum Glück. Dann war der Weg nicht umsonst. Oh nee, Mann. Oh nee, es hängt wieder an. Ein Bernstein. Versteinertes Baumharz mit einem geheimnisvollen gelb-roten Schein. Es wird traditionell zum Schmuck verarbeitet. Oder kann auch echt gut verkauft werden, Leute. Deswegen die Steine aufsparen und laut Elementix gibt es Terry. Darauf freuen wir uns schon. Ja, aber sonst bitte nicht so viele Spoiler. Also Elementix ist schon wieder ziemlich übertrieben. Das fand ich echt ein bisschen schade, dass er das gemacht hat. Ich werde euch aber natürlich nicht spoilern. Auch wenn ich euch jetzt gerade gespoilert habe, aber das werde ich natürlich jetzt verhindern. Ja, ne? Bitte keine Spoiler in die Kommentare. Wer das einmal schreibt, wird für einen Monat komplett ausgeblendet. Also Spoiler sind für mich eigentlich eine der größten Schandtaten der Videomediengeschichte, was auch immer, wenn ich es jetzt nennen möchte. What the fuck? Was ist das hier? Naja, egal. Gut, schauen wir uns noch weiter um. Wir können uns jetzt auch schon direkt das erste Geflügel holen. Habt ihr Bock? Yes. Obwohl, nee, da kriegen wir ja nur Wild her, ne? Mist. Wir brauchen einen Vogel mal. Den habe ich aber leider noch nicht gefunden. Sondern ich finde nur diese großen Kollegen die ganze Zeit. So, wie gesagt, markieren wir. Das hier markieren wir auch. Und das hier markieren wir auch. Hier sind wir gerade. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir im nächsten Part auch nochmal echt was vor uns. Ich danke euch mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao.